Im Südosten Berlins, zwischen einer Eisenbahntrasse und dem Teltowkanal, befindet sich ein einzigartiges Areal. So groß wie eine Kleinstadt. Kein Ort in der deutschen Hauptstadt verbindet seit Beginn des 20. Jahrhunderts Wissenschaft und Wirtschaft, Macht und Medien so prägnant wie diese Stadtlandschaft im Bezirk Treptow-Köpenick. Adlershof ist ein Ort, der eine wahnsinnig interessante Geschichte hat. Aber vieles von diesem Hochinteressanten bedarf der Erklärung. Spurensuche zu den Anfängen der deutschen Motorluftfahrt, der ersten Traumfabrik Berlins und des Fernsehens der DDR. Damals hat ja noch keiner gewusst, wie Fernsehen gemacht wird. Das war eben Pionierarbeit, das war ein Aufbruch. Im Kalten Krieg befanden sich hier auch die Akademie der Wissenschaften und das Wachregiment der DDR-Staatssicherheit. Für den Westen war jeder Ort, der mit Militär und Wissenschaft zu tun hatte, unwahrscheinlich interessant. Und das macht das Spannende an so einem Ort wie Adlershof aus. Heute liegt hier im Südosten Berlins der größte Technologiepark Deutschlands. Es gibt also um die 100 Firmen, die in ihrem Spezialgebiet Weltmarktführer sind. Wobei Weltmarktführerschaft bei diesen hochspeziellen Produkten heißt oftmals, es gibt gar keinen anderen auf der Welt, der das kann. Das spricht sich natürlich herum. Und da ist Adlershof wirklich gut. Hightech made in Adlershof. Innovativ, renommiert und weltweit begehrt. Keine Atempause. Zukunft wird hier gemacht. Und die hat in den Händen, wer einen Vorsprung hat. Nicht nur durch Technik, sondern auch mit Köpfchen. Und beides kommt zusammen. Hier in Adlershof.